Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. 29. April und ich bin auf dem Weg zur Josephine und quäle mich gerade hier durch den Verkehr von Chiang Mai, wobei es immer noch geht. Ich habe es schon deutlich, deutlich schlimmer erlebt. Josephine wohnt ja in Mae Rim, das ist von mir aus quasi am anderen Ende. Ich muss einmal quer durch die ganze Stadt, entweder die Kanalstraße oder eine andere Umgehungsstraße. Und das ist schon immer ein ziemlicher Ritt. Aber ich habe ja Zeit. Zwischendurch mal angehalten, Kaffee getrunken. Und ich war mit der Josephine verabredet. Wir haben verschiedene Locations heute besucht. Und jetzt komme ich erstmal bei ihr zu Hause an. Ich habe noch angehalten und Kaffee getrunken zwischendurch. Bitte? Ich habe noch angehalten und einen Kaffee getrunken zwischendurch. Ja, bei mir gibt es ja auch keinen. Nein, aber ich hatte Hunger, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ja gut, hättest du auch hier tun können. Ja, ich hatte aber echt, mir hing dann irgendwann der Magen. Ich dachte, jetzt musst du mal anhalten. Und dann habe ich in so einem, ja, irgendwo an so einer Ecke war so ein älteres Shoppingcenter. Da war dann auch ein Rimping und sowas unten drin. Okay, kommen wir erstmal rein. Jawohl. An dem Tag hier sind mehrere Videos entstanden. Das 90-Tage-Meldung-Video und das Video, wo ich gesagt habe, alles Mist, Poo-Paper. Jetzt sind wir aber zu Freunden gefahren von der Josephine, zum Pete und seiner Frau Ying. Die haben ein wunderschönes Resort hier und ja, im Eingangsbereich sah das erst alles noch so ein bisschen klein aus. Ich dachte, was mag das sein? Aber schaut mal, die haben einen eigenen Fahrrad- und Motorradverleih und das Ding ist gar nicht so klein, wie es auf den ersten Blick aussieht, aber das ist dermaßen schön eingebunden ins Grün, in diesen Garten, dass einem das einfach nur sehr, sehr klein und zierlich vorkommt. Aber ich glaube, die haben 7 oder 8 Bungalows. Gleich mal gucken. Hallo Ying! Pete! Good morning, how are you doing? Hey Pete! Hello, okay? Hi, ja! Ja, ja! Hello! Howdy, Cap! Nice to meet you! This is my friend Stefan! Sure! And this is Pete! Hi, Pete! And Ying is cooking! Okay. We have to put out our shoes. Of course! Pete, Stefan. I have my camera on. Is that okay with you? No problem at all. Hello Ying! Howdy, Cap! Das ist Stefan. This is Ying, the wife from Pete. Yeah. Okay. And take a seat, but yes, as I say, you're absolutely more than welcome to use the drone. Thank you. Just 10 minutes. Yeah. No, we have in that day. Oh, yeah, we've been quite busy the last two, three weeks. Yeah, we've pretty much had somebody here every day. Good. Good. So next week we're quite busy. I think we've got 3 rooms for most of the week. Brilliant. It's okay. It's brilliant. It's not the way it used to be. Yeah, but it's going up. It's fine. It's gone. Because it's been rain. Ich bin ja in einem wunderschönen kleinen Countryside Resort etwas außerhalb von Chiang Mai in Mae Rim, betrieben von einem sehr netten Holländer mit seiner Ehefrau. 6, 7 kleine Bungalows. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil einige sind tatsächlich vermietet, obwohl es ja eigentlich im Moment aufgrund von Covid etwas schwierig ist. Aber die haben eigentlich immer noch ganz gut zu tun, weil das hier eben so ein besonders schöner, ruhiger Platz ist. Es gibt einen kleinen Pool, ich blende euch die Bilder ein. Ich bin auch gerade mal mit der Drohne drüber geflogen, was ein bisschen schwierig war, weil die Hunde natürlich verrückt gegangen sind. Die haben direkt angeschlagen, weil es ein unbekanntes Geräusch war. Aber schaut mal hier, der Pool. Im Hintergrund sieht man ein Kloster. Wunderschöne Gartenanlage, beide sprechen sehr gut Englisch. Und es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Ding. Ich lasse euch einen Link da in der Videobeschreibung, damit ihr den ganzen Platz auch findet. Man kann das buchen über Booking, Agoda und alle üblichen großen Portale. Das ist gar kein Problem. Da findet ihr das. Und ja, und dann gibt es hier noch etwas. Die haben hier ein Hausschwein. Ich stehe jetzt vor dem Haus vom Hausschwein, aber da ist es nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir es finden. Ich zeige euch mal das Häuschen. Also das Hausschwein hat tatsächlich ein eigenes Häuschen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es ist. Mal schauen, ob es noch mal irgendwo auftaucht. Sie meinten, meistens würde es irgendwo unter einem der Gästebungalows liegen, da wäre es am kühlsten. Und ja, müssen wir mal schauen. Sie sagten meistens unter Haus Nummer 6. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welches ist Haus Nummer 6. Aber mal schauen. Ich drehe mal eine Runde. Vielleicht taucht es noch auf.
dann könnte ich sagen, Schwein gehabt. Schaut mal hier, wie schön die ganzen Blümchen und also das ist ja so liebevoll angelegt hier. Bananen. Gerade haben wir Bananenblütensalat gegessen, die haben extra vegetarisch für mich gekocht. Also der Knaller, sie kann echt gut kochen. Wirklich lecker. Und Josephine hat mich eingeladen, ich weiß nicht, was es kostet, aber Josephine sagte, mach dir keine Gedanken, das ist wirklich günstig. Und wenn man überlegt, wir sind hier keine Stunde vom internationalen Flughafen entfernt. Man ist hier also wirklich ratzfatz mitten in der Natur. Super gepflegte Anlage, alles picobello sauber, sehr nette Vermieter. Und was ich auch richtig geil finde, man muss sich keine Gedanken machen, wo, wenn ich hier draußen bin, wo kriege ich denn jetzt hier irgendwie einen fahrbaren Untersatz her? Schaut mal hier. Die vermieten also Mopeds und Fahrräder und haben mir eben auch gesagt, dass sie dann auch entsprechend die Touren einem raussuchen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten gern Pi mal Daumen so und so viele Kilometer fahren, mit Steigung, ohne Steigung. Die kennen die ganzen Plätze hier rundherum, die sich lohnen anzuschauen. Und ja, dann gibt man das eben in sein Handy ein, die Route, und dann kann man hier wunderschöne Tage verbringen. Und der kleine Pool ist natürlich toll, um sich abzukühlen. Da gibt es eine kleine Bar, da kann man abends ein Gläschen trinken. Also ich bin total begeistert, weil das eben nicht so ein Touri-Rummelplatz ist, sondern was ganz Kleines, ganz Gemütliches und mit sehr, sehr viel Liebe angelegt. Also gefällt mir richtig gut. Jetzt bin ich nur noch gespannt, ob wir das Schwein irgendwo finden. You don't plan to make soup from her. She's a pet, purely a pet. She's lovely. But it must be nice and cool under there for her, I guess. There she is. Jesus! It's not a piggy, that's a whole lot of pig. Yeah, she's a big girl. I think maybe 250 kilos. Jesus, habt ihr das gehört? 250 Kilo Schwein als Haustier, als Resteverwerter, wenn was beim Essen übrig bleibt, die kriegt hier alles. Da liegt sie, ich sehe den Rüssel. 250 Kilo Hausschwein. Die sagen, das ist zahm wie ein kleiner Hund. Absolut zahm, wird auch nicht gegessen. Oh, schaut mal, hier sind wieder diese Birnen, die kann man auch essen. Lecker. Und ja, ein Hausschwein, muss man mal gesehen haben. Die sammelt wohl auch hier Obst, was runterfällt und so auf. Dadurch hast du dann weniger Bienen und Viehzeug, was sticht. Also perfekt. Er hat mir gerade erzählt, er war irgendwo in so einem Elefantencamp und hat das Babyschwein da gesehen und hat es spontan mitgenommen. Ja, und jetzt hat er 250 Kilo lebendes Schwein hier rumrennen. Aber er meint, das wäre so zahm wie ein Hund, also das wird auch nicht weglaufen oder so. Das wüsste genau, wo das Grundstück zu Ende ist und hält sich eben hier auf dem Grundstück auf. Ja, und wenn ihr Schweine mögt, Schweine bringen ja Glück. Wie heißt der Spruch? Alle Schweine, groß und klein, möchten gerne ein Glücksschwein sein. Das ist definitiv ein Glücksschwein hier und ich finde, ihr solltet mal herkommen. Also wenn ihr Lust auf Reisfelder habt, wenn ihr Lust auf Reisfelder habt, auf dem kleinen süßen Pool, gefällt mir richtig gut. Das Essen ist gut, die Leute sind nett, die haben hier Bücher stehen, die man sich leihen kann. Und wenn man einfach ein Plätzchen sucht, wo man sich irgendwo unterm Mangobaum hinsetzen kann, ein bisschen Füße in den Pool halten, gutes Buch lesen, sich mit einem kalten Drink verwöhnen lassen will, ohne dass man dann Vermögen für ausgeben muss, dann ist man hier absolut richtig. Kleine Motorradtouren, Fahrradtouren von hier aus. Ihr seid in der 45 Minuten in der Innenstadt von Chiang Mai, da habt ihr dann Shoppingzentren und. Das muss auch mal sein im Urlaub, habe ich volles Verständnis für. Ihr seid aber auch genauso schnell mit dem Fahrrad hier ab in der Pampa, in den Bergen und im Dschungel. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fleckchen. Neben den großen Portalen, über die man buchen kann, kann man die natürlich auch direkt selber anschreiben. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung direkt zu diesem Resort.
Und das ist für die natürlich besser. Klar, die Portale müssen ja auch Geld verdienen. Und dann haben die hier die Provision gespart. Also meine Bitte an euch, wenn ihr das in Betracht zieht, fragt doch einfach selber nach Belegungszeiten, wann was frei ist. Schaut mal hier, das ist die kleine Bar am Pool. Also ich kriege selber richtig Lust, da mal ein paar Tage zu verbringen. Wirklich schön. Ich habe gerade noch auf der Webseite geguckt, die Preise und so. Das ist also auch wirklich alles im Rahmen. Kann man nichts sagen für so eine Anlage. Es ist wirklich tipptopp. Ich bin dann auch noch ein bisschen mit der Drohne geflogen. Bin auch direkt wupp hoch auf 50 Meter, damit die Hunde nicht so sehr anschlagen. Die haben angeschlagen. Boah, die können echt Rabatz machen. Zwei haben die da. Aber als ich dann ganz weit oben war, ging es nur beim Landen. Das war echt schwierig. Ich musste dann irgendwie in dieses Restaurant reinfliegen, seitlich durch so ein offenes Fenster und im Haus landen, weil da dürfen sie nicht rein. Da sind sie dann auch nicht rein. Also die sind echt abgegangen auf die Drohne. Das habe ich auch noch nicht erlebt vorher. Diesen Eindrücken aus der Umgebung von Merim möchte ich mich gerne von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bitte denkt dran, Daumen hoch, ganz wichtig für mich. Abonnieren sowieso. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zur Kaffeekasse. Vielleicht habt ihr Lust, mir mal den Tank voll zu machen oder einen Kaffee auszugeben. Würde ich mich extrem drüber freuen. Macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, ciao.